Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Montagmorgen, der, ich glaube, der 29. haben wir es. Kann das sein? 29. April. Ja. Mittwoch haben wir Feiertag. Also mit einer kurzen Woche. Heute Morgen runter wieder nach Ingelheim. Das Pharmaunternehmen. Da wird den Cut, den 330 laden. Allerdings keine Ahnung, wo der Bagger hinkommt. Weiß auch nicht, ob ich alleine draußen bin oder ob der Baggerfahrer dabei ist. Keine Ahnung. Fahr da mal hin und dann werde ich sehen. Wie immer, ne? Dabei hat, wenn der zu viel dabei hat, dass ich nicht alles auf einmal laden kann. Und dann soll ich das Werkzeug laden und soll das rausfahren an die Baustelle außerhalb vom Werk. Ich will jetzt erstmal gucken. Ist halt, ich kann kein Werkzeug am Bagger lassen, weil die Schläuche halt, das ist alles so blöd verbaut worden. Keine Löffel, kein weiß nicht was, nichts, da geht gar nichts. Da ich dann den Löffel ja quasi zumachen muss. Hängt und dann ja, das passt einfach nicht. Kann der Arm nur ablegen. Nur ablegen, wenn ich nichts dran habe. Sauerstoffmangel.
Uhr 25 haben wir es. Ja, richtig gehört. Hat der Bagger aus der Baustelle rausgeschafft. Dann sind zwei Vierkser kommen. Dann sollte ich erst mit rausfahren, sollte Radbagger reinholen, weil der Baggerfahrer halt noch nicht da war. Und Ende vom Lied war, ich habe den Bagger wieder runtergefahren und habe dann sollte dann so lange laden, bis der Baggerfahrer dann quasi da ist, bis der kommt. Dann habe ich angefangen zu laden und natürlich ist das war nur auf geschütteter Sand. Und natürlich, da ich über die linke Seite quasi geladen habe oder da ich quer zum Fahrwerk stand, ist die linke Seite natürlich, ist der Hang natürlich abgebrochen und ich bin mit dem Baggerlöffel in den LKW gefallen. War nichts Wildes. Ja, sah schlimmer aus, wie es war. Natürlich sind dann also ein Schlauch mindestens, vielleicht sind es mehrere Schläuche, die halt jetzt ein Loch haben, ein Riss haben. Weiß der Geier. Ja. Jetzt fahre ich mit dem Bagger nach Hause in die Werkstatt und lasse erstmal die Schläuche machen. Gehe ich mal aus davon. Also ich hab noch nicht angerufen, aber ich denke, das wird so sein. Dann habe ich eine Runde geladen. Dann bin ich vorgefahren, dann habe ich wieder den Bagger sauber gemacht. Da habe ich mir noch ein bisschen Ruhe gegönnt eben. Dann habe ich noch die Straße gekehrt wieder. Jetzt fahre ich nach Hause. Aber vielleicht kann man jetzt mal vorne das mit den Leitungen ordentlich machen, dass man vielleicht den Löffel am Bagger lassen kann. Mal anrufen. Würde mir und meinen Kollegen mit Sicherheit passen, wenn wir das so machen könnten. Ja, weil eigentlich von der Größe her kannst du da einen Löffel dran lassen.
Nicht per Landstuhl. Lade ich jetzt einen 566 Radlader, den fahre ich rüber nach Ramstein und dann lade ich wieder einen Radlader und bringe den wieder hierher. Da hinten dran, hinter denen beide Bagger stehen, 566, den ich werde ihn rausbringen. Irgendwie das ist 550, der andere hier dran ist das. Der sah recht breit aus, ne? Wenn ich das so sagen darf. Halt jetzt dazu werde ich jetzt wieder ungefähr, wenn ich eine Stufe ausziehen oder zwei, ich weiß es nicht. Ich denke, ich werde mir den mal angucken zuerst und dann danach entscheide ich, ob ich ausziehe oder nicht. Ich meine, nicht ob ich ausziehe, sondern wie weit ich ausziehe. Schauen wir mal. So. Jetzt sind wir 35. Geladen. Ich glaube, ich komme hier nicht durch. Haben wir hier auf der rechten Seite, da liegen wir wieder sehr weit vorne. Könnte vielleicht doch gehen.
Herrje, wie nee, ist das warm. Morgen soll es noch wärmer werden. Also sperrt, bleibt doch in euren Absperrungen, Mensch. Oder macht halt die Sperrung weiter. So. Oh, das wird noch spaßig später. Thank you.
ist mein Ziel. Jetzt weiß ich noch nicht, fahre ich rein, fahre ich nicht rein. Ich bleib draußen stehen. Oder? Ja. Und zwar genau hier vorne dran bleiben stehen. Reifen das Ding und dann gehen wir uns gleich wieder. Scheint niemand mehr vor Ort. Steht noch ein Auto, aber alles ruhig. Alle Türen zu. Hab jetzt einfach den Radlader getauscht. Ich werde es schon zu hören kriegen morgen. Radlader vertauschen. Erstens mal habe ich die Fahrgestellnummer. Zweitens steht hier nur ein neuer Lieber. Der andere ist ein Volvo. Und den nehme ich ja nicht mit zur Lieber rüber. Zusammen. Dann geht's ab. Da habe ich nochmal einen Anruf bekommen, ich soll nochmal drehen. Nochmal hochfahren nach Landstuhl ins Hospital, da steht ein R926 Kompakt. Den soll ich noch laden für morgen früh. Allerdings keinen blassen Schimmer, wo der dann morgen früh hingeht. So halt dann. Was ein aktuelles Auto ist, wollen Sie starten? Parken Sie bitte das Fahrzeug. Ja, genau. Parke machen wir gleich. Baustelle. So, ach nee, was eine Rennerei. Darf ich fahren. Zehn vor fünf haben wir es. Ich hoffe, es ist noch jemand da. Wie gesagt, wenn nicht, dann nicht. Alles gut. Nur glaube ich das Problem, dass das Tor dann zu sein wird.
Steine weggemacht. Ja, warum macht man den erste da vorne dann nicht auch weg? Ach, das ist voll der Reifenkiller. Definitiv, alter Schwede. Der erste da vorne ist der absolute Reifenkiller. Gucken, dass ich den entweder außen rumlenke, dass ich den gar nicht berühre.
6. Ich habe den 926 noch geladen. Jetzt tauschen wir hier im Hof, tauschen wir noch die Löffel. Und dann geht der runter nach Bingen. Für letztes Jahr waren diese Tierparkstraße oder so ähnlich. Ich meine Tierparkstraße. Kann mich aber auch täuschen. Auf jeden Fall geht er dahin. Sagt, wir tauschen noch schnell die Löffel und dann geht's los. Danach fahren wir nach Hallgarten. Mal gucken, ich werde durchkommen und holen. Ich glaube 914 steht da. Nix da. Nur weil ihr so blöd seid.
Nur weil ihr, ich muss durch, ich muss, ach Gott, 2 Sekunden warte. Ach du Scheiße, das ist gar nicht möglich. Ach du Herr Jemine. Rechts und links ist immer noch alles sehr, sehr nass. So. Die ganzen Haufwerke gehen hier weg jetzt. Werden jetzt alle verladen und dann denke ich, wird Bodenaustausch gemacht. Das sind die oberen, ich weiß es nicht. Ich sag jetzt einfach mal 50, 60 cm runter und das rote Material wird eingebaut. Gibt alles Reihenhäuser, ohne Keller, ohne weiß nicht was, wird die ganze Gegend hier voll. So wird anscheinend gebaut heute. Naja. Da bin ich da vorne an der Vorfahrt, an der abgelegenen Vorfahrt bin ich quasi gerade ausgefahren. Aber der gerade hergeschossen kommt, fahre ich jetzt hin. Der Königstiger stand da oben ganz hier einfach kerzegerade berghoch. Danke. Da habe ich mich da hoch gequält. Spiegel. Aus.
kommt noch eine 90 Grad Rechtskurve. Wie gesagt, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich hoffe, dass das vor lauter Gucken, dass das klappt. Später beladen, dann da vorne um die Kurve komme. So, die Baustelle war hier drin in der Straße. Und hier, da vorne ist er ja. Gucken, kann ich da drehen? Zwei Fahrzeuge da oben machen wir. Machen wir gerade Gedanken, ne? Da ist noch ein Buswendeplatz, das ist gar nichts. Bremse auf, mach Feder los. So. Hier.
klappt doch. Klappt doch. Ich wünsche dir einen schönen Feiertag morgen. Ich danke dir. Mach's gut. Ciao. So. Hat gerade einen Bus gedreht hier. Also nehmen wir das da mit. Ach ja. Hat gerade einen Bus gedreht hier. Ich hoffe, also ich denke, jetzt sollte in der nächsten Zeit, sollte jetzt keiner kommen. Kein Bus. Ich mache mir nur Gedanken, ob ich da vorne um die 90 Grad Linkskurve wieder jetzt beladen, ob ich da jetzt durchkomme, ob ich da jetzt hochkomme, ob da nicht meine Reifen durchdrehen. Ich mache mal die Beflaggung an hier drin im Ort. ASR raus, die Lenksperre machen wir gleich mal rein. Habe ich so ein bisschen Bedenken. Gleich mal raus. Vierte Gang, okay, das ist gut. Nehmen geht, wie gesagt, nach Hause. Ich habe jetzt 100%ige Info. Der Bagger hier auch nicht raus. Bringe hier nicht raus. Bringe hier nicht raus. Die Löffel sind Gott sei Dank nicht so groß. Überall sitzen schon die Randsteine. Nichts geht. Das hier wäre der einzige Weg gewesen. Ich hätte nur noch rausfahren. Dass ich hier die ganze Leitung wegmache, komme ich da vorne auch nicht durch.
Muss man anrufen, muss man telefonieren. Bordstein, ja, ist halt so. Ich muss da vorne rechts rein. Mann, ist alle. Oh, ja. Ich gehe rein und fahre vorwärts hoch Richtung Raube. Raus. Dran, wo der kommt.
Gut. Also. Abhängen. Fenster ein bisschen öffnen. Muss ich gleich rausgucken. Au. Irgendwas hat gerade aufgesetzt, glaube ich. Dass ich vorne nicht auf der mit dem Hals nicht auf der auf die Zugmaschine drück. Rüberlaufen lassen, weil links geht der Zaun recht weit vor. Hat schon verloren. So. Fahrhöhe einstellen, weil das geht so gar nicht. Vorne zu hoch und hinten zu hoch. Das mache ich jetzt noch schnell.
alles hier raus, ja. Davor. Reicht nicht. Reicht. Soll ich auf die Autobahn fahren? Ich glaube nicht, dass ich auf die Autobahn fahre. Ich glaube, ich fahre das Stück so heim, oder? Teile getauscht. Sollen wir es von hinten machen? Komm, dann machen wir es von hinten. So, jetzt ist er doch im Bilde. Also, Haube geht nach Hause. Zweckswartung. Ich mache dann auch Wartung morgen. Feiertag. Und dann geht's Donnerstag dann mit einer neuen Folge weiter. Augenblick. Mal kurz festhalten. Danke mich recht herzlich fürs Zusehen. Like und ein Abo, ihr wisst ja, wäre ein Träumchen, aber alles kein Muss. Ich muss das Schnodder aus dem Auge putzen, sorry. Ja. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund, habt Spaß. Haut rein. Bis dann.